Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute das Thema Führung im Unternehmen etwas näher erläutern. Und dazu möchte ich noch gerne auf die Management-Buy-Ansätze eingehen und diese anhand von Beispielen Ihnen etwas besser erklären. Zuerst werde ich dort auf das Thema Führung eingehen. Dann werde ich als Unterpunkt die Führung eines Unternehmens nochmal etwas erläutern. Dann werde ich auf die Management-Buy-Ansätze eingehen. Dabei fange ich an mit der Delegation, dann Objectives, dann Exception, dann Decision Rules und als letztes the Systems. Kommen wir als erstes zu dem Punkt Führung. Dabei stellen wir uns die Frage, was bedeutet eigentlich Führung? Den Zweck der Führung besteht darin, andere Menschen beeinflussen zu wollen, in dem Punkt der Einstellung oder dem Verhalten, um Ziele zu erreichen, die für das Unternehmen stehen oder für die Organisation. In dem Fall spielt die Führungskraft, die meistens der Manager oder der Vorgesetzte ist, die Rolle, dass er eine Vorbildfunktion erfüllt und eine sehr einflussreiche Person ist und möchte halt durch Anreize und Planungssysteme diverse Entwicklung der Mitglieder fördern und Fähigkeiten und Leistung verbessern. Dazu kommen wir zu, was sind die Aufgaben einer Führungskraft im Unternehmen? Als erstes kommen wir zu dem Punkt, für Ziele zu sorgen. Dabei spielt die Entscheidungsfähigkeit eine wichtige Rolle, dass Ziele gesetzt werden, die umsetzungsfähig sind und das Unternehmen weiterbringen oder die Organisation in ihrer Tätigkeit. Außerdem spielt die Organisation eine wichtige Rolle. Dabei müssen die Führungskräfte formale Aufgaben erledigen, zum Beispiel Berichte schreiben, Vertretungspläne schreiben und muss natürlich auch innerbetriebliche Normen durchsetzen, dass unternehmensgerichtet ist, dass die Mitarbeiter unternehmensgerichtet auch diverse Arbeiten ausführen. Außerdem muss die Führungskraft Entscheidungen treffen. Dabei müssen die Entscheidungen zielgerichtet sein und nachvollziehbar sein. Außerdem spielt das Konfliktmanagement eine wichtige Rolle. Dabei ist es wichtig, Spannungen und Uneinigkeiten im Team zu verhindern und dort Lösungen zu finden, dass weiterhin friedvoll und mit einem guten Arbeitsklima gearbeitet werden kann. Zu guter Letzt kommen wir zu dem Punkt, Angestellte zu entwickeln und zu fördern. Dabei spielt die Motivation eine wichtige Rolle, dass die Mitarbeiter motiviert werden. Außerdem, dass neue Qualifizierungen bereitgestellt werden, dass man sich weiterentwickeln kann. Ja, und dabei spielt auch natürlich auch die Empathie und das Vertrauen eine wichtige Rolle, denn die Beziehung zum Mitarbeiter sollte auch gut sein, damit man weiß, wer sich da entwickeln möchte, wo man andere fördern kann, wo sie vielleicht noch Probleme mit haben. Und ja, das ist es. Kommen wir nun zu dem ersten Management-Buy-Ansatz. Dabei gehen wir als erstes auf den Management-Buy-Ansatz von Delegation ein. Management by Delegation bedeutet, dass eine Führungskraft eine Aufgabe mit einem konkreten Ziel an einen Mitarbeiter weitergibt, damit dieser sich daran entwickeln kann und dabei auch Verantwortung zeigen kann. Dazu habe ich auch noch mal ein Beispiel, denn zum Beispiel, dass die Führungskraft einen Mitarbeiter dazu delegiert, einen Social Media Account von einem Unternehmen zu führen, dabei zum Beispiel bei Instagram hat das Unternehmen eine Seite. Dabei wird das Ziel dann gesetzt, dass die Seite mehr Follower bekommen soll.
Und ja, da wird halt dem Mitarbeiter freie Hand gelassen, dass er, wenn da Fragen aufkommen zum Unternehmen auf der Seite, dass er diese eigenständig beantworten kann. Er hat dort, ja, kann dort eigene Inhalte erstellen, die halt unternehmensbezogen sind. Und am Ende, nach einem gewissen Zeitraum, nach einem Jahr, kontrolliert, ob dieses Ziel umgesetzt werden konnte. Und das ist halt Management by Delegation. Als nächstes kommen wir zu dem Thema Management by Objectives. Management by Objectives bedeutet einfach nur, dass eine Führungskraft mit einem Mitarbeiter zum Beispiel zusammenarbeitet und sie ein Unternehmensziel umsetzen wollen und der Mitarbeiter halt seine eigenen Ideen einfach mit einbringen kann, um so die, also das Unternehmensziel, was am Ende dabei rauskommen soll, oder die Aufgabe besser umzusetzen. Und dabei ist es halt wichtig, dass die konkreten Aufgaben, die vorgegeben wurden, auch umgesetzt werden. Und dabei muss die Führungskraft halt darauf achten, dass ja, dass das halt auch zum Ergebnis kommt, was halt das Unternehmen möchte, womit die, wovon die nun das Unternehmen profitiert, wovon die Führungskraft profitiert und der Mitarbeiter profitiert am Ende vielleicht auch noch davon, indem er halt dafür eine Belohnung bekommt, weil seine Idee dazu geführt hat, dass das Ziel, was am Ende bei rauskommen sollte, statt was geplant war in 4 Wochen, einfach in 2 Wochen schon gekommen ist. Ja. Dazu habe ich noch mal ein Schaubild rausgesucht. Anhand dieses Schaubilds kann man erkennen, dass halt, was ich schon gesagt habe, dass die Unternehmensziele, die bestimmt wurden, als Überpunkt sind. Dann geht es halt in dem Kreislauf darum, dass halt die individuellen Ziele des Mitarbeiters halt berücksichtigt werden. Das hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter halt in den Zielsetzungsprozessen halt mit integriert werden. Und wenn halt diese Ziele, die halt vom Mitarbeiter mit berücksichtigt wurden, überwacht wurden, halt beziehungsweise geprüft wurden von der Führungskraft, ob es zum richtigen Ergebnis halt kommt, wird halt der Mitarbeiter im Endeffekt belohnt dafür, dass halt seine eigene Idee vielleicht ein besseres Umsetzungsverfahren für das Unternehmensziel am Ende gebracht hat. Und dabei ist halt der Vorteil, dass halt die Führungskraft ein bisschen entlastet wird, die Mitarbeiter eine bessere Verbindung zueinander bekommen, beziehungsweise auch zu den Führungskräften. Und klar wird auch der Mitarbeiter durch wenn er zum Beispiel als Belohnung einen Bonus bekommt, dementsprechend motiviert. Und deswegen nutzt man halt dieses Management by Objectives. Als nächstes kommen wir zu dem Thema Management by Exception. Management by Exception bedeutet einfach nur führen nach dem Ausnahmeprinzip. Ja, es bedeutet halt einfach, dass der Leiter bzw. die Führungskraft halt ein Ziel vorgibt mit einem gewissen Rahmen und dieses Ziel denn der Mitarbeiter umsetzen soll, aber auf seine eigene Art es umsetzen kann. Und dabei ist es halt wichtig, dass diese Aufgabe halt erfüllt wird und wenn halt irgendwie was da, also was Unvorhergesehenes also vorfällt und womit er halt der Mitarbeiter vielleicht nicht umgehen kann oder wo er halt diesen Rahmen überschreitet, muss halt die Führungskraft eingreifen. Ja, dazu habe ich auch nochmal ein Schaubild rausgesucht. In dem Schaubild sieht man halt, dass ein Ziel festgelegt wird von links nach rechts. Und in diesem Ziel geht es halt darum, dass halt
Ja, dass halt ein Mitarbeiter dazu bestimmt wird, dieses Ziel umzusetzen. Und dazu hat er halt eine gewisse Tol also eine gewisse, einen gewissen Rahmen wieder, dass halt diese Toleranzen bestimmen. Und das entlastet halt die Führungskraft von Routineaufgaben. Und ja, also das motiviert natürlich auch die Mitarbeiter, dass sie halt selbstständig ihre Arbeit ausführen dürfen und halt erweitert halt ja auch ihren Kompetenzenbereich, weil sie ja Sachen machen können, wo sie selbst für, also was sie selbst für verantwortlich sind, dass sie nicht irgendwie eine Vorgabe haben. Ja, und dann wird halt verglichen, ob das, was halt vorgegeben wurde, auch erreicht wurde. Wie zum Beispiel, dass mehr Follower bei der Social Media Seite bei dem Unternehmen, was wir halt schon mal vorhin hatten, also gefolgt sind. Und ja, falls dort halt irgendwie plötzlich 100 Leute entfolgt haben, weil Bilder hochgeladen wurden, die vielleicht nicht hochgeladen werden hätten sollen, kommt es halt dazu, dass halt die Führungskraft eingreift. Also bei Ausnahmen in dem Fall, in Anführungsstrichen. Und ja, am Ende geht es halt zum Ziel, dass die Aufgabe erledigt wird. Und dass das Ziel umgesetzt wird und dass das Unternehmen wieder davon profitieren kann, so wie die Führungskraft, so wie der Mitarbeiter, der natürlich auch motiviert wird und ja, auch vielleicht eventuell belohnt wird. Als vorletztes kommen wir zu dem Thema Management by Decision Rules. Management by Decision Rules bedeutet einfach nur, dass eine definierte Wenn-Dann-Regel vorher festgelegt wird, damit die Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiter genau weiß, wie er halt in bestimmten Situationen handeln soll. Es hat halt den Vorteil, dass die Führungskraft nicht selbst eingreifen muss und dass ja, dass die Steuerung und Kontrolle von Mitarbeiterverhalten dadurch halt vereinfacht wird durch ein festes Regelwerk halt, durch die vorgegebenen Regeln. Ja, dazu habe ich auch noch ein Beispiel, dass halt ein Mitarbeiter Einstellungsgespräche führen soll, aber vorher halt ein Fragebogen festgelegt wird und wenn dieser Fragebogen von den Bewerbern nicht erfolgreich ausgefüllt wurde, beziehungsweise nicht genug Punkte erreicht wurden, muss der Mitarbeiter halt durch die vorher festgelegte Wenn-Dann-Regel sagen, dass er diese Person nicht nehmen kann. Und unabhängig davon, ob er mit der Person persönlich gut klarkam, aber wenn man diesen Bogen halt nicht schafft, kann man halt nicht übernommen werden. Zu guter Letzt kommen wir zu dem Thema Management by Systems. Management by Systems bedeutet einfach nur, dass halt alle zuvor Management-by-Ansätze halt zusammengeführt werden zu einem Regelwerk, wobei alle Abläufe halt systematisch aufgelistet werden. Das bedeutet halt einfach nur, dass dann dadurch die Führungskräfte halt entlastet werden durch Routineaufgaben, die er halt nicht mehr machen muss. Denn ich habe dazu jetzt zum Beispiel mal das Beispiel rausgesucht, dass ein neuer Mitarbeiter an einem Unternehmen anfängt und dieser an einer Arbeitsstelle keine Einweisung erhält vom Vorgesetzten, sondern durch eine ausgearbeitete Arbeitsanweisung. Und ja, diese Arbeitsanweisung bringt ihm halt bei, zum Beispiel mit dieser Maschine zu arbeiten. Und ja, am Ende kontrolliert der Vorgesetzte dann nur, ob das, was er halt umgesetzt hat am Ende, ob das Erfolg gebracht hat oder nicht. Ja, bei so Routineabläufen, die halt simpel sind, funktioniert sowas sehr gut.
Aber es ist natürlich auch immer, dass man viel, viel aufschreiben muss, detailliert, damit auch jeder damit umgehen kann. So, erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema etwas näher bringen. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch natürlich an mich wenden. Dankeschön.